Willkommen, meine lieben Freunde, zu Folge 5 von Borderlands 2. Jumbo, ja, hallo? Ja, ich bin da, hallo. Hallo, er ist schon wieder wie ein abgerichteter Hund, ist er schon wieder den Gegnern her. Ja, ich bin fixiert. Diesen wir Code Goblin. Haben wir ein bisschen was aufgeschreckt? Ah, nee, ist ein Zwerg. Wir haben eben in der letzten Folge, also wir haben, das ist jetzt der zweite Versuch, diese Folge zu starten, haben die Rex hier die Banditen angegriffen, da haben die schön beschäftigt. Fanden wir ganz cool, dass sie ja noch gegeneinander kämpfen. Genau. Das jetzt haben sie es, glaube ich, gemacht haben sie es auch, aber irgendwie nicht so richtig. Nicht so mit Elan. Es war nicht so mit Kraft und Motivation dahinter. Nee, diesmal nicht so. Letztes Mal haben die sich wirklich aufs Blut. Da haben sie sich richtig auf die Mütze gegeben. Das war gut. Oh. Mega gut. Oh. Er ist wirklich, wirklich traurig, dass er nicht mehr da ist. Ja. Wir leben. Hä? Ist das Leben jetzt alles zu dir geflogen? Ja, toll. Ja. Ach nee, ich habe auch was gekriegt. Okay. Dann geht's ja noch. Lass dich begraben, du stirbst. Kannst du mich kurz wiederbeleben? Ich habe vergessen, dass ich so eine Raketengranate habe. Ich wollte die hochwerfen. Und ach so. Naja, ich habe sie dann. Der Klassiker. Ja, sie ist dann halt hart wegeskaliert, die Granate. Ja gut, das ist auch nicht zu unterschätzen, das Ding, ne? Muss man schon sagen. Nee, das Ding ist wirklich mördermäßig unterwegs. Stand halt leider voll drin. Money! Pistolen gibt's hier wieder genug, aber alles kacke. Wie können die Sachen jetzt hier schon schlecht sein? Das ist schlimm, ne? Ja, also das ist echt eine Frechheit. Oh, guck mal hier, wie geil, kriegen die Elektroschaden. Boah. Sehr witzig gemacht. Gut aus. So, komm, lass dich begraben. Gib uns Leben. Okay, Mist, ich sollte vielleicht ein bisschen besser zielen. Boah, das ist so doof, ne? Ich töte die halt nicht mit einem Schuss von meiner Shotgun. Und dann ewig nachladen. Genau, da muss ich halt nachladen. So, ja, danke. Boah, einfach in den Nahkampf, Schniatz! Hölle ist Heaton. Achso, das ist Heaton. Achso, ich war gerade schon gewundert, warum der überhaupt nicht tot geht. Töte ihn. Wow, ich hab noch richtig viel Schuss im Magazin. 5. Witzig, jetzt foltert er die ganze Zeit irgendwie so einen Typen von sich, halt, weil Claptrap nicht da ist. Beziehungsweise er hat Claptrap ja jetzt, ne? Ne, wie was? Oh, ganz rechts, das Ding ist ja witzig. Too fair Revolver. Hallo? Hallo, ich bin ja der Revolver-Mensch. Klaut mir einfach die Waffe. Ach, du bist der Shotgun-Mensch. Nee. Okay, warte, ich lass sie dir fallen. Nein. Du bist der Mensch, der halt hinten steht, aber. Aber ich brauche ja auch eine Nahkampfwaffe. Ja. Ach Quatsch. Ich hab dir mein Schwert. Was ist denn mit dem Typen da hinten los? Was mit ihm? Schnitt. Ach, ich wollte sagen, warum leuchtet der so lila, der Typ, aber der hat hier. Das lila Fass daneben habe ich kaputt gemacht. Ja, ich wollte sagen, der hat das Fass abgekriegt, ja. Der arme Kerl. Ja, ganz armes aus. Ah, ist wieder eine Toilette. Oh, ist jetzt in Grenzen. Da kann man gar nicht so viel raus. Oh krass, was geht denn hier ab? Hier geht Shotgun technisch was. Sind aber beide nicht so gut wie meine. Ja, aber. Dann nehme ich eine. Magazingröße 19. Ich würde schon allein wegen der Magazingröße würde ich was anderes nehmen. Ja, ist halt mehr DPS, ne? Verbraucht 3 Munition pro Schuss. 4 Waffen Magazingröße. Die andere nicht. Ich glaube, ich nehme die hier. Ich nehme die andere. Boah, die sehen beide übelst mördermäßig aus. Ne? Ja, richtig geil mit diesem Maul da vorne dran. Ja. Ne? So, ich glaube, das ist schon ein bisschen besser. Die benutze ich als Nahkampfwaffe. Ja, das hört sich gut an. So, Safe-Punkt, okay. Sehr gut. Können wir wieder sterben.
Supplies. Ja, an den, stimmt, an den Speicherpunkten wird man wiederbelebt, ne? Ah, guck mal. Ja. Oh, in den Nacken. Jetzt kommen sie hier raus. Oh. Ah. Badass Marauder. Okay, da kriegt gar nicht so viel Schaden. Ich habe die ganze Zeit den Drang, ein Geschütz aufzustellen, irgendwie. Oh, oh, oh. Kritisch. Warte! Achso. Ah. Oh. Egal. Beleb mich wenigstens wieder. Nein. Oh, danke. Oh, lol. Du sagst einfach Ruhe befahren. Zero einfach nur. Sehr verbunden. Achso. Also, bei mir sollte. Danke. Genauigkeit. Oh, eine bessere Schuhe. Mehr Damage. Sieht einfach genauso aus. Okay, sieht. Ja, ach mal, wieder was? Ja, aber nicht besser. Naja, ah, obwohl, doch. Die ist besser als meine. Ach, Genauigkeit 20, geht immer weiter runter. Nee. Ich glaube, er spinnt ein bisschen. Ich glaube, mein Inventar ist schon voll. Ah ja, krass, ich glaube schon. Ach, da oben. Wo ist denn überhaupt hier da? So. Ach, Rucksack, 12 von 12, mein Gott. Ach stimmt, hier ist ja Rucksack noch voll klein am Anfang, ne? Ja, wir haben ja ganze Ballets, haben ja riesige Rucksack nachher. Ja, da hatten wir wirklich riesige Rucksäcke. Na komm! Wo sind die? Komm ich nicht hoch? Komm ich hier hoch? Ich war da gerade oben. Oh, fick mich in die Fresse. Killer Marauder. Okay. Boah, das ist ein bisschen bitter, dass man durch die Granaten selber Schaden kriegt. Das ist voll witzig eigentlich. Da muss man jetzt ja wenigstens ein bisschen nachdenken, wie man sie wirft. Eigentlich schon, aber das ist halt ungewohnt so, ne? Ja, das war stimmt, im vorigen Teil nicht so, oder? Nee, nee, da war völlig egal. Ach, guck mal! Clap, clap, trap! Jetzt, kann sagen, wir sind fertig mit Nachladen hier. Glaubt ihr meint uns? Ich glaube auch fast. Kann ich gleich level up. Nein, erst müssen wir gelootet werden. Es geht hier ab. Headshot! Ja! Na gut, das hat sich nicht so gelohnt. Er lootet halt einfach die ganze Zeit nebenbei. Ich? Ja, oder was machst du? Nee, ich bin hier oben. Ah nee, du bist da oben. Ich dachte gerade schon so, oh nee, das hat sich jetzt nicht so gelohnt. Ich dachte, hey, lootet er? Nein, ich helfe manchmal auch ein bisschen mit. Hallo, was passiert hier? Kann man das aufmachen? Sieht eher so aus, als würden wir uns die Luft jagen. Ah ja, alles was man in die Luft jagen kann, das leuchtet grün, das ist logisch. Es steht auch dran, zerstören. Achso. Keine verfickte Treppe. Ja, hoch. Ah, eine Mülltonne. Was? Nee, Claptrap. Ich kann keine Treppe steigen. Claptrap hoch. Achso. Ich kann keine Treppe steigen. Nein, natürlich nicht. Ich bin ein bisschen verwirrt, was hier überhaupt abgeht. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen im Böller-Modus einfach. Ja. Einfach ficken. Nächstes Level! Ach, nice. Ich noch nicht ganz. Also, oh, wow. Ich bin tot. Jetzt sofort erst. Ich habe gerade. Das ist mir gerade so eingefallen. Könnte es sein, dass wir unterschiedliche EP-Anzeigen haben, wenn der andere tot ist? Dass man, also in dieser Zeit, wenn man den anderen was tötet, dass man dann keine EP kriegt dafür? Das könnte sein, weiß maybe. Ich aber nicht. Ist mir gerade so eingefallen. Es kann sein, dass ich übelst den Schwachsinn labere, aber das ist. Das wäre gerade so, als ich das Licht am Ende des Ganges gesehen habe, als ich tot war, ist mir das eingefallen. Es könnte absoluter Schwachsinn sein, es könnte aber auch einfach stimmen. Genau, es könnte auch eine Meisterleistung des Denkens sein. Ja, das werden wir im Laufe dieses Spiels herausfinden. Meinst du? Wahrscheinlich eher. So, was geht hier ab?
So, ich mache jetzt wieder mehr Damage. Ah ja, du hast gefunden. So, nein, ich habe meinen Levelpunkt verteilt. Achso, ich habe das so vor, also das ist nur so ein Fitzelchen. Dann ich habe das Gefühl, das Boot schräg oder sind wir schräg? Nee, das Boot steht schräg. Okay. Bam, Crit! Ach, da unten ist einer. Bam, bam! Und wo? Ach ja. Nächstes Level! So. Huch. So, na, Level Up muss sein. Genau, wir machen das. Dann kriege ich 3 Orbs. Yay! Mehr Leben für alle. Gnade! Alle die Granaten, ich habe das Gefühl, die Granaten sind komplett übermächtig. Schadensmäßig auf jeden Fall, nur wurftechnisch nicht so. Wurftechnisch ist sie komplett bekloppt, aber. Oh, wie geil, hier ist ein kaputter Teddybär neben dem Klo. Oh nein! Oh nein! Hier sind Shotguns. Ah. Oh, die eine ist ziemlich stark. Die nehme ich. Die sind sogar beide stärker als meine. Habe ich denn so eine Schwäche? Oh nein! Jetzt habe ich so eine wie du vorhin hattest. Ah, die ist öde. Dann nein. Kannst du besser. Einmal mehr schießen, als dass du dann ein bisschen mehr Schaden machst. Ich nehme wieder die andere. Geh schon mal ein bisschen weiter. Ja, ich bin wieder hier. So, ah. Huh, Hilfe, da ist er ja schon. Das ist meine drittliebste Aufgabe? Aufgabe. Aber man kennt schon wieder auswendig, was man aufmachen kann. So von weitem schon erkennt man das direkt. Ja, mit diesem grünen Licht halt einfach, ne? Das ja, cool. Es sind wieder so grüne Lichter, so typisch. Oh, hier kann man Sachen verkaufen. Das ist grundsätzlich eine feine Sache. Verkaufen. Raus, raus, raus. Weg, alles auf. Weg. Auch die ganzen Granatenmods und Schild, alles weg. Das braucht alles kein Schwein. Granatenmods. Persönliches behalte ich. Brauche ich. Munition brauchen wir auch nicht, ne? Weg, was soll ist das weg, denn? Weg. Hast du ein Handy da irgendwo liegen? Warum? Weil da irgendwie gerade so ein komisches Hintergrundgeräusch war. Nein, mein Handy ist lautlos. Ja. Jetzt aber die ganze Zeit irgendwelche Soundklotten sind hier am Start. Ja, jetzt nicht mehr. Irgendwas war gerade. Okay, keine Ahnung. Ja, na egal. Guck mal, da ist er. Captain Flint. Burn, baby, burn. Er ist aber auch ein Süßer, ne? Ist ein auf jeden Fall. Boah, ich mach dem richtig viel Damage. Natürlich, ist auch Kollege von ihm. Ich mach den immerhin 81 Schaden. Was machst du, einen Schaden? 81 Schaden mache ich dem Dude. Achso, ich dachte einen Schaden. Das wäre traurige Sache. Wow. Muss ja ein bisschen aufpassen, seine Kollegen chillen hier halt auch, ne? Brennender Psycho. Was ist das denn? Die machen ja übelsten Damage und die halten ordentlich was aus. Ach du Scheiße. Captain Flint kann ich den. Ah, guck mal, ich kann ihn aber. Was mache ich nochmal mit meiner Attacke? Ich weiß nicht, wie es heißt. Ich weiß es gerade auch nicht. Wow. Oh Gott, ich sterbe ja gleich. Ach du Scheiße, ich wollte gerade sagen, ich bin tot. Was war das denn? Ich hatte plötzlich noch 3 Leben. So, wo sind seine Kollegen? Wo sind seine Kollegen? Wir dürfen nur nicht beide gleichzeitig tot sein, dann ist die Welt in Ordnung. Ja, ich lebe wieder. Sehr gut. Er ist jetzt gerade auf mir drauf. Achso, ich könnte mal auf ihn schießen, ne? Wäre mal so ein Gedanke. Irgendwie keiner von seinen Kollegen ist gerade da. Ich bin jetzt auch sofort tot. Ich versuche die wieder. Achso. Nee, ich bin jetzt tot. Also, ich meine ganz finito. So. Oh shit. Keine Munition mehr. So, ich bin wieder da. Jo, in dem Moment. Also ich komme jetzt sofort um die Ecke. Ah, ich habe hier sofort neue Energie. Jawohl. Jetzt kann sich nur noch um Stunden handeln. Wo ist er? Ah, ach, Facelock mache ich übrigens, fällt mir gerade ein. Ich mache ihn mal kurz unsichtbar. Happen. Outplayed. Mein Gott, seine Kollegen killen mich hier einfach schon. Oh, Alter, mich schon wieder, ey. Nein. Jetzt versteckt euch doch nicht von mir, ihr miesen Wichser.
Komm zu Papa! Wow! Facelock! Ich hab schon wieder nur 31 Leben. Was ist mit dem Typen los? Warte, nicht der? Nee, 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 ich bin nicht tot. Okay, okay. Der schießt ja auch. Der macht ja alles so Flammenwerfer. Die Animation, wie er wieder auftaucht, ist aber lässig gemacht. Die ist cool gemacht, ne? Scheiße, ich wollte gerade Facelock und hat er mich gekillt. Oh, ich bin wieder da. Ach, da ist noch ein Kollege von ihm. Ich bin wieder da, neue Stärke. Ich Facelock ihn jetzt. Ja, jawoll! Die Waffe von dem ist mega cool. Stimmt, ist sie wirklich, ne? So, jetzt noch den Rest hier kaputt machen. Mein Gott. Also der war schon nicht unheftig, der Typ. Ja, war schon solide, der Dödel. Da kann man nur vom Glück sagen, dass wir unendlich oft wiederbelebt werden. Definitiv. Hä? Mir fallen die Sachen. Das Geld ist durch den Boden gefallen. Was? So, müssen wir irgendwie hin? Ach, wir mussten zu seinem Boot, ne? Ja, irgendwas mit dem Boot mussten wir machen. Steigeklepptes Schiff. Achso, er kommt. Ah, er sagt uns, wie es weitergeht. Ja. Ja, erstmal Luke. Kiste. Ah, Schilde. Aber Schilde sind vielleicht gar nicht verkehrt. Wenn die mal ein bisschen besser wären. Ja, ich meine, der war besser als meiner. Echt? Meine waren halt, für mich waren die alle Code. Ach krass, bist du wieder gut ausgestattet hier im Gegensatz zu mir, oder? Ich merke das gerade. Läuft ganz die gut, waren, ne? Also die waren, zwei Stück davon waren besser als meine. Als mein Herr. Was ist das hier? Achso. Yay, ach, da vorne war irgendwie so ein Fischkutter. Was? Das ist Claptrap Schiff, glaube ich. Ach, der Kutter, den er hier hat. Ja. Musst du wieder drauf, um das zu Wasser lassen, oder? Warte, ich komm mal kurz. Hier ist bestimmt, ist hier ein Hebel oder so? Ah ne, hier ist einfach nur so ein Ausgang. Abschluss, ach mal, abschließen. Indem du Captain Flint ausgeschaltet hast, ist die durchschnittliche Bildung im gesamten Gebiet hier um den Faktor 10 gestiegen. Nun steht einer eisigen 15-stündigen Bootsfahrt mit Claptrap nichts mehr im Wege. Gratulation! Yay! Yeah. Oh, Kurs auf Sanctuary. Ich habe eine Steam-Errungenschaft bekommen. Drachentöter. Update-Tab. Achso, Bildung der Sanctuary. Sanctuary, der letzte freie Ort auf Pandora innerhalb seiner Mauern, findest du Roland, den Anführer des Widerstands gegen Handsome Jack. Du findest dort auch Sicherheit, Komfort und zumindest ein paar Leute, die nicht hauptsächlich durch den Lauf ihrer Waffe mit anderen kommunizieren. Ah, guck mal, da finden wir mein alter Ego. Ah, korrekt. Hallo? Gibt's hier irgendwas auf dem Dach? Können wir jetzt hier mitfahren irgendwie? So. Vorne war am Bug des Schiffes, genau. Ach, das wird. Ja. Ah, okay. Ja. Ich kann da nicht durch. Ich drück mal Reisen, ne? Ja. Ladebildschirm. Was passiert da oben? Was ist da denn los? Was? Denn da schon der Luft? Jawohl, catch a ride. Jawohl, gib wieder Bode. Ja, hast du dir mal angeguckt, wie Claptrap hier, sag mal, angelandet ist? Er ist. Na, einfach nur in die Eisscholle geballert. So, okay, dann gucken wir mal nach dem Catch a Ride. Jawohl, endlich wieder Fahrzeuge. Oh, was ist das da vorne? Ein Bullymonk? Bullymonk-Slinger.
davon kommen jetzt natürlich noch mehr, ne? Das ist ganz klar. Was folgt auf einen Bullymonk? Noch ein Bullymonk. In diesem Sinne. Und kleine Bullymonks. Ein Monglet. Oder ein Monglet? Das sah witzig aus. Zock weg mit dir. Boah. Hier sind schon wieder ganz viele Eisanusse. Gott, Eisanusse. Oh Gott, oh Gott. Fangen wir nicht wieder damit an. Ach Gottchen, ach Gottchen. Oh Gott, oh Gott. Ausgewachsener Bullymonk. Ah, der eine geht auf mich. Du Sau. Komisch. Eine komische Geschichte. Undercover. Er weggegangen. Schieß. Ja, meiner ist tot. Und er macht doch diesen typischen Shotgun-Sound, ne? Finde ich gut. Dieses typische Knallen. Zack, bumm. Ja, dieses Knallen und nein, beim Durchladen immer wieder vom Lauf. Ja. Der Sound, den finde ich irgendwie gut, den mag ich. Ja, ich mach das auch gerade. Es klingt schon wieder irgendwie falsch, wenn man so über Waffen redet. So, oh, das gefällt mir. Okay, ist der Catch right? Ich würde sagen, nächste Folge aktivieren wir ihn. Das probieren wir in der nächsten Folge aus, würde ich sagen. Cliffhanger! Wieder der krankeste Cliffhanger ever. Warte mal kurz, man kann hier noch was kaufen. Ja, genau. Nächste Folge holen wir unser erstes Fahrzeug und dann geht's auf nach Sanctuary. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge, Leute. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Und damit tschüss. Tschüss.